heute ist wirklich ein ganz besonderer Tag. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wir hatten ja zum Löwenladen, als wir diesen Pop-Up-Store gemacht haben, hatten wir eine Band da, ich und Herr Meier. Die haben mich gefragt, ob ich aussichtsweise zwei Konzerte spielen würde, als Schlagzeuger. Nämlich einmal ein großes nach unserem Italien-Urlaub in der Zitadelle, in der Freilichtbühne der Zitadelle in Berlin. Und eins. Quasi als Vorbereitung, das ein bisschen kleiner ist, und das haben wir heute, das ist im Kant-Kino, hier gleich um die Ecke. Und ich freue mich echt tierisch drauf. Ich habe gestern Abend schon mit den Jungs geprobt und es war echt super gut. Nehmt uns bitte nicht übel, dass wir jetzt fast zwei Wochen lang kein Video gemacht haben. Es tut mir echt leid. Wir hatten einfach so sau viel zu tun, dass wir nicht dazu gekommen sind. Wir hatten auch ein paar Probleme, zum Beispiel, dass unser Keller vollgelaufen ist mit Abwasser, dass unser Vorlesebus leider einen Schaden bekommen hat. Ein Haufen Stress. Ich bin nicht angeschnallt, ich muss fahren, ich höre jetzt erstmal auf. So, ich liege so gut in der Zeit, dass ich mir jetzt noch schnell was zu essen holen kann. Ich habe nämlich noch kein Frühstück gehabt. Aber da ist auf jeden Fall das Kino. Ich freue mich schon tierisch auf das Konzert. Wir haben gestern zwei Stunden lang geprobt und wir spielen jetzt noch fünf Songs und es hat so einen Spaß gemacht. Es ist so geil, wie die Jungs das machen. Wir werden die auch gleich treffen. Die haben gute Laune, die freuen sich drauf, die Show für die Kinder zu machen. Das war der erste und da kommt der zweite. Also das ist ganz cool, Stoffel hat eben erzählt, die Frau unten an der Theke, dass im Kant-Kino richtige Legenden gespielt haben, zum Beispiel Iggy Pop. So, jetzt unten so ein Buch, um zu zeigen, wer noch alles hier gespielt hat. Da drinnen machen sie schon Musik. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Auf jeden Fall schließen wir uns als Legenden nach Iggy Pop jetzt fließend an. So, wir gehen jetzt zum Kant-Kino, das ist ja bei uns gleich in der Kantstraße. Und Julius spielt heute das erste Mal mit ich und Herrn Meier zusammen, er ist ja der Schlagzeuger, das habt ihr in den letzten Videos glaube ich auch schon gesehen. Und heute haben die ein kleines Konzert, bevor dann in der Zitadelle, die Zitadelle ist wirklich riesengroß, im August ein riesengroßes Konzert ist. Wir gehen da jetzt hin und hinterher müssen wir zum Augenarzt, deshalb haben die Kinder heute Kita frei. Also hätten sie sowieso gehabt, weil wir haben eben diesen ganz, beim Spezialisten in der Charité, beim Augenarzt einen Termin. Alles aufgebaut. Die ersten Kinder sind schon da. Das ist Stoffel. Meier! Was ist los? Ich hab dir noch ein Wasser auf die Bühne gestellt. Was du gerade am Konzert? Ja. Ich nicht. Nee, heute nicht. Lass uns ins Kino gehen. Lass uns ins Kino gehen. Kino? Ja, Kino. Ihr seid in einem Kino. Allerdings ist heute kein normaler Kinotag. Na, ihr werdet es sehen. Also, wenn man ins Kino geht, dann muss man ja auch was bezahlen. Geld. Und dann kriegt man eine... Irgendwas. Ich weiß gar nicht. Wir fragen mal Herrn Kino. Herr Kino? Ja, was gibt's denn? Wenn ich jetzt ins Kino gehen will, wie mache ich das? Naja, du kommst hier zu mir an den Tresen und sagst zweimal... Pippi Langstrumpf zum Beispiel. Okay, ich mach das jetzt mal. Hallo. Hallo. Zweimal Pippi Langstrumpf. Ja, sehr gerne. Dann muss ich das anklicken. Zack. Und zwei Karten ausdrucken. Was passiert dann? Wo denn? Wo kommen ja, Achtung, Achtung, Achtung! Ah. Mensch, pass doch auf. Hier. Ja, hier kommen die Karten raus. Aus dem Schlitz? Ja. Ist und dann hast du, und dann musst du mir 10 Euro geben. 10 Euro. Herr Meier,
Herr Meier, wo ist unser Geld? Da steht überhaupt nicht Pippi Langstrumpf. Was steht denn da? Da steht Kids Gigs im Kant. Ist heute etwa ein Konzert? Heute ist doch euer Konzert, Jungs. Unser Konzert? Euer Konzert von ich und Herr Meier. Im Kino? Oh, dann müssen wir ja Herr Meier rufen. Herr Meier! Herr Meier, wir müssen anfangen. Na ihr Lieben, was wollen wir heute machen? Wetter ist nicht so schön, wir könnten zum Beispiel... Lass uns heute ins Kino gehen und einen coolen Film ansehen. Licht aus, Film an. Licht aus, Film an. Eine Tüte Popcorn auf dem Schoß und schon geht die Reise los. Licht aus, Film an. Licht aus, Film an. Lass uns heute ins Kino gehen und einen coolen Film ansehen. Licht aus, Film an. Licht aus, Film an. Wir könnten ja auch einen Film mit Tieren gucken. Also mit Löwen und Elefanten. Oder einen Film mit Rittern und Drachen. Oder so einen langweiligen Erwachsenenfilm. Nein, lieber was zum Lachen. Licht aus, Film an. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ist es dunkel hier? Stimmt. Oh, ist wieder hell hier. Da sind ja ganz viele Kinder. Ja. Wieso? Was ist denn heute? Spielen wir ein Konzert heute? Ja! Ich dachte, hier ist Kino. Hier ist doch nur Kino, oder nicht? Nein. Nein? Okay, Dann machen wir ein Konzert, wenn ihr wollt. Also wir sind ich und Herr Meier übrigens. Das ist ich. Nein. Ich bin Herr Meier und das ist ich. Habt ihr verstanden? Na, der ist ich und ich bin Herr Meier. Du bist ich. Nee, ich bin Herr Meier und du bist ich. Ach, ich bin ich. Und das ist Julius. Ein Applaus für Julius. Julius. Julius ist heute unser Auszubildender, unser Neuer. Den haben wir heute mal zum ersten Mal dabei. Und wir müssen ihm Daumen drücken, dass er irgendwie, der ist nämlich ganz nervös. Der ist erst 4 Jahre alt. Und ich habe ja hier mein goldenes Schlagzeug dabei. Das ist ein goldenes Schlagzeug. Wollt ihr mal hören, wie es klingt? Kannst du so geht's auch. Kannst du auch so ganz leise klappern? Ja. Aber wir haben nicht nur ein goldenes Schlagzeug dabei, wir haben auch eine Holztrompete dabei. Und wenn ihr mir jetzt helft und alle zusammen tief Luft holt, also so... Anhalten, noch nicht auspusten. Nein, okay, ihr dürft auspusten erstmal. Ich erzähle nochmal, wie es geht. Also, ich puste hier oben rein und dann hört ihr ein Geräusch. Passt auf. Also nochmal tief Luft holen. Okay, ihr seid eigentlich viel zu schlau. Ihr wisst natürlich, dass wir hier natürlich eine Gitarre und ein... Und was hat Herr Meier? Voll cool, ihr wisst ja alles. Okay, und eine Mundharmonika erinnert einen an was? An was erinnert einen denn eine Mundharmonika? An Cowboys! Mick, steig auf dein Pony und sing mit. Und dann fängt das Abenteuer an. Bring all deine Freunde mit. Oh ja, das wird ein wilder Ritt. Komm, wir reiten in den Sonnenuntergang. Micky ist ein Junge, ja, und der wohnt auf dem Land. Er hat seit frühester Kindheit schon ein Lasso in der Hand. Er lebt mit einer Ponyherde, so 30 an der Zahl. Ansonsten ist bei Micky eigentlich alles ganz normal. Oh.
Ich würde gern Winterschlaf machen wie ein Bär. Könnt ihr das? Also, Winterschlaf machen wie ein Bär. Lauter. Winterschlaf machen wie ein Bär. Noch lauter. Winterschlaf machen wie ein Bär. Super. Winterschlaf machen wie ein Bär. Danke, reicht. Jetzt ihr sagt, ooh yeah. Ooh yeah. Nochmal richtig. Ooh yeah. Ja, pass auf, das geht jetzt so. Ich würde gern Winterschlaf machen wie ein Bär. Ooh yeah. Winterschlaf machen wie ein Bär. Ooh yeah. Ist laut. Still und leise Blatt für Blatt. Dann wird der Bär im Wald zu langsam müde, faul und matt. Er setzt sich auf sein Hinterteil und frisst sich nochmal satt, damit er für die Winterzeit auch was im Magen hat. Und fällt der Schnee, macht er sich aus dem Staub und legt sich auf die faule Haut, bis es wieder taut. Ihr seid dran. Ich würd gern. Ooh yeah, Winterschlaf machen wie ein Bär. Ooh yeah, Winterschlaf machen wie ein Bär. Ooh yeah, denn schlafen kann ich gut, das fällt mir überhaupt nicht schwer. Und dann träum ich mir den Sommer wieder her. Oh yeah, im Sommer kann ich mit den Freunden baden gehen. Nur Schoko-Eis mit Sahnecreme. Im Winter ist es kalt und nass, da macht es draußen keinen Spaß. Ich mag Schlitten fahren und Eishockey, doch meistens liegt ja eh kein Schnee. Drum mach ich's wie der dicke Bär und träume mir den Sommer her. Oh yeah, jetzt seid ihr wieder dran. Ich Solo. Achtung, Julio. Applaus. Würde Winterschlaf machen wie ein Bär. Winterschlaf machen wie ein Bär. Oh yeah. Super. Großes Kino. Also, das wäre jetzt sozusagen das Ende des Konzertes. Und wisst ihr, wie das ist? Bei Konzerten normalerweise macht ihr jetzt Applaus und wir müssen uns verbeugen. Aber wir machen es mal andersrum. Weil ihr so ein tolles Publikum wart, verneigen wir uns jetzt vor euch. Und also auf drei steht ihr mal bitte alle auf. Ja? Ja, ja. Wir klatschen für euch und ihr verbeugt euch dann, ja? Seid ihr soweit? Sind wir auch soweit? Dann bitte. Eins, zwei, drei. Wir bedanken uns bei Julius, dem Schlagzeuger. Applaus für Julius. Und kommt gut nach Hause und in die Schule und in die Kita und erzählt allen anderen, wie toll das hier war. Wenn es euch gefallen hat. Tschüss.